Wird uns ein solcher Moment mit dem Kyrie geschenkt, wo wir alle Fehler vor den Herrn bringen.
einbringen können und seine Verzeihung erfahren. Herr Jesus Christus, du hast dich an der Seite von Sündern und Menschen mit Fehlern taufen lassen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gott hat allen gezeigt, dass du Gott in der Welt bist, sein Sohn. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Allen Menschen hast du von dann an deine Botschaft gesagt, von der Liebe Gottes, der Verzeihung und dem Weg in das Himmelreich. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser, nimm von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und dieser Tag ist auch ein Tag des Feierns und des Jubelns, und so wollen wir gemeinsam das Gloria singen, die Nummer 727. Ehre sei dir, unser Gott, Friede soll unter uns Menschen sein, Friede, der dich, unseren Schöpfer, preist, Gloria, 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 Gloria. Ehre sei dir, unser Gott, Christus, Lamm Gottes, erbarme dich. Du nimmst die Sünde der Welt hinweg. Gloria, 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 Gloria. Ehre sei dir, unser Gott, denn du allein bist der Heilige. Du gibst das Leben durch deinen Geist. Gloria, 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 Gloria. Und so lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab. Und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle des Geistes leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr: Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf seine Weisung warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand, ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen aus der Haft. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Seht, unser König kommt. Bringt da dem Herrn Lob und Ehre,
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf der Person sieht, sondern dass er in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilten, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Der Himmel tat sich auf und eine Stimme sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu. Denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, auch alle, die über das Internet mit uns feiern, Taufe des Herrn, also als Abschluss dieser Weihnachtszeit, als Abschluss von 30 Jahren Vorbereitung. Von der Geburt über Zeiten, wo Jesus bestimmt ganz intensiv die Heilige Schrift immer wieder gehört und mit anderen besprochen hat, wo er gelernt hat, wo er auch arbeiten gelernt hat, wo er ja, berufstätig war, wie alle anderen Menschen halt auch. Schaut hat, dass er zurechtkommt, bestimmt auch viele Herausforderungen erlebt hat, aber vor allem, er wollte eben ganz in Treue zum Glauben, in Treue zu Gott leben. Und immer klarer hat sich gezeigt, dass er eben nicht ein frommer Gläubiger, ein Prophet oder ähnliches ist, nein, dass er wirklich, wie von Anfang an verkündet, Gott selbst in der Welt ist. Und wenn wir auf ihn hören, so hören wir tatsächlich Gott selbst. Die wichtigste Botschaft schon von Weihnachten, die uns am heutigen Tag nochmal besonders nahegebracht wird. Denn Gott selbst macht nochmal deutlich, auf ihn sollte er hören, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Also er weist nochmal ganz besonders
auf Jesus hin. Und es wird eben beschrieben, dass dieser Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Es hat sich da offensichtlich nochmal etwas ganz Besonderes getan. Dieser Moment, an dem Jesus öffentlich wirkt, durch seine Gegend die Welt zieht, um all diese Botschaft des Reiches Gottes zu bringen, hier ist der Ausgangspunkt, dieser Taufmoment. Und deswegen ist für uns eben sozusagen auch diese Erinnerung an die eigene Taufe, das Wissen, dass man getauft ist, eben ganz besonders wichtig. Ein unauslöschliches Zeichen, das uns da geschenkt worden ist. Noch ein bisschen anders als die Taufe, die der Johannes dort gespendet hat. Wir wissen ja schon aus dem Advent, da wird uns ja auch schon vom Johannes erzählt. Also er hat in die Wüste gerufen. Und ich finde das ganz spannend, eben die Menschen mussten also dort, wo sie gelebt haben, weggehen, dorthin, wo es ganz trocken ist, wo nichts lebt, wo irgendwie Tod und Verderben warten, wilde Tiere, wo sonst eben bewusst keiner sein Haus hat. Und dann kommt man eben dorthin und wenn in der Wüste Wasser zu finden ist, ja, das ist natürlich ein ganz besonderes Zeichen. Ein besonderes Zeichen des Lebens, ja, ich würde sogar sagen, ein besonderes Zeichen der Liebe Gottes, dass er eben in der Wüste Wasser schenkt und damit Leben schenkt. Und dort eben, am unteren Teil des Jordans, dort hat eben dieser Johannes getauft. Und er hat getauft in einer Weise, dass er Menschen untergetaucht hat, um ihnen zu zeigen, du fängst nochmal neu an. Ein Zeichen eines Neugeborenwerdens, eben wieder von Sünden befreit. Weil ich dorthin gegangen bin, weil ich ehrlich gesehen habe, ich habe Fehler gemacht, ich möchte das eine oder andere abwaschen von dem, was ich falsch gemacht habe. Deswegen sind die dorthin gegangen und hat diese Taufe des Johannes auch tatsächlich genau das gebracht. Ich kann wieder ganz versöhnt im Bund Gottes leben. Ich kann wieder zum Tempel gehen, ich kann wieder ganz in der Gemeinschaft auch des Judentums leben. Das war diese besondere Taufe. Und man musste sich eben schon ein Stück aufmachen, damit man dieses Erlebnis machen kann, diese Erfahrung machen kann, des Neubeginns. Dieser Johannes tauft also im Jordanwasser, Wasser, das besonderes Leben schenkt. Ich denke, das ist für uns auch gut, wenn wir uns eben an diese Taufe selbst erinnern, an unsere Taufe. Also da wollte uns Gott eben auch schenken, dass wir ja ganz aus diesem Leben, diesem Lebenswasser ab sofort leben können. Nicht von ungefähr besteht der Mensch ja zum großen Teil aus Wasser, weil das eben das wichtigste Element ist, das uns als lebendige Wesen ausmacht. Und ja, der Mensch kann zwar eine Zeit ohne Essen auskommen, oder so wie der Johannes mit Heuschrecken und ähnlichen ein Auslagern finden, aber ohne Wasser geht nichts. Also dieses Wasser des Lebens, das braucht es ganz dringend. Und deswegen eben auch die Taufe ein Zeichen dafür, dass Gott einem so die Fülle des Lebens schenkt. Und dieses Wasser hat noch eine wichtige Aufgabe, es wäscht ab. Also wir kennen das vielleicht besonders, eben, wenn wir schmutzig geworden sind oder damit wir gesund bleiben letztendlich. Wir brauchen immer wieder, dass wir uns waschen und dass das, was uns krank macht, was uns nicht gut tut, was auch nicht gut riecht etc., dass wir das loswerden. Auch dafür ist das Wasser ein besonderes Zeichen. Im übertragenen Sinn eben, dass die Sünde abgewaschen wird. Also, dass in einer Welt, wo es Gutes und Böses gibt, wo wir uns entscheiden können, ich möchte als guter Mensch leben oder ich schaffe das nicht, lebe nicht als guter Mensch, ich lebe und mache Dinge, die gut sind oder ich mache Dinge, die nicht gut sind. In dieser Welt hinein sagt die Taufe, du gehörst zu denen, die sich auf jeden Fall für das Gute entschieden haben und die immer wieder versuchen, das Gute zu tun, das Böse zu lassen. Und deswegen eben so dieses deutliche Zeichen, mit der Taufe wirst du neu geboren, weil du nicht einfach lebst zwischen Gutem und Bösem, einfach so, mal so, mal so, sondern wer getauft ist und seine Taufgnade auch in die Wirklichkeit umsetzt,
Er sagte ihm bewusst, wann immer es etwas zu entscheiden gibt, ich tue das Richtige, das Gute, das, was nicht Sünde ist, das, was aus der Liebe getragen wird. Und hier in Bad Schönau, denke ich, machen wir noch eine Erfahrung dieses Wassers, in dem man eben, in dem abgewaschen wird. Dieses Wasser, hier ist ja ein richtig heilendes Wasser. Hier mache ich die Erfahrung, dass eben Menschen, die immer wieder eben dieses Wasser besonders erleben, dass die eben wieder gesünder werden, dass sie Heilung erfahren. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Zeichen der Taufe eben, dass Gott unser Heil, unsere Heilung möchte. Auch das, denke ich, ein wichtiges Geschenk und Zeichen. Und schließlich steigt eben Jesus in dieses Wasser inmitten von Sündern. Er stellt sich also an die Seite von ganz normalen Menschen. Und das ist für uns eine große Gnade, ein gutes Zeichen. Jesus sagt nicht, also auf die Seite von den Menschen, die immer wieder Fehler machen, die immer wieder dieselben Fehler hineinverfallen, auf der Seite, wo wir nichts zu tun haben. Nein, bewusst kommt er dorthin und stellt sich an der Seite ganz normaler Menschen. Menschen, die eben auch Fehler machen und Sünden machen. Und er lässt sich dort mit der Taufe des Johannes taufen, obwohl er ohne Sünde war. Aber er möchte zeigen, ich bin an der Seite derer, die Fehler gemacht haben, und ich werde auch für sie die Verzeihung der Sünden am Kreuz am Ende erwirken. Und die besondere Freude am Ende, dass eben dann deutlich gemacht wird, jetzt geht's los, hört auf den Sohn Gottes in der Welt. Auch das ist unsere wichtige Aufgabe als Getaufte, immer wieder auf Gott, auf Jesus zu hören, die Bibel zu lesen und uns inspirieren zu lassen, wo führt Gott mich hin? Jesus wurde dorthin an den Jordan geführt und nach der Taufe in die Welt hinaus, um das Evangelium zu verkünden. Und wo sind wir nach der Taufe hingeführt worden? Ja, in die Familie, in den Beruf, in Vereine, in die Pfarre. Vielleicht eben hier besonders nach Bad Schönau. Doch hier sind wir gerufen, dort wo wir hingesandt sind, das Evangelium zu verkünden und als Getaufte zu leben. An der Seite Jesu. Zur Taufe gehört der Glaube, den wir gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Vertrauen wir Jesus Christus unsere Anliegen an. Lasst uns beten für alle christlichen Kirchen, für alle Menschen, die auf Christus getauft sind und für alle, die ihr Leben mit Worten oder ohne in den Dienst der Verkündigung stellen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns beten für alle Christen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, für alle Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiten und für alle, die aus Enttäuschung und Entfremdung die Gemeinschaft der Kirche verlassen haben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns beten für alle Kinder, deren Eltern überfordert sind, für alle Kinder, die misshandelt wurden oder werden, und für alle jungen Menschen, die die Liebe nicht finden, die sie zum Leben bräuchten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns beten für den Frieden
in unserer Welt, vor allem auch in der Ukraine, für die vielen Männer, Frauen und Kinder, die verletzt oder getötet worden sind, für die vielen Menschen, die vor Gewalt und Terror fliehen und für alle Vermissten oder Kriegsgefangenen weltweit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für den verstorbenen Herrn Johann Hofmeister, dessen Requiem wir heute gefeiert haben. Herr, nimm ihn auf in dein Reich des Lichtes und des Friedens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, dir vertrauen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir die Nummer 238. 238. Heiligkeit.
Tag der Woche, den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod und Auferstehung und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit all die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So wollen wir gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes. Und du bist der Fürst in der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du bist die Fürst in der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Und so seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein bist und mein Herr, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Der Leib Christi. 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 Thank you.
Gib, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es in Wahrheit sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sonntag 10.15 Uhr Heilige Messe, Montag 16 Uhr Rosenkranz, Dienstag 17 Uhr Heilige Messe, anschließend Anbetung und Beichtgelegenheit. Am Mittwoch um 8 Uhr morgen, am Donnerstag 17 Uhr Heilige Messe, Samstag 17.30 Uhr Heilige Messe, nächsten Sonntag 15. Jänner, 10.15 Uhr Familienmesse mit Vorstellung der Erstkommunion Kinder. Herzlichen Dank für die Spenden bei der Silvestersammlung in Höhe von 235 Euro zugunsten der Krankenhausseelsorge. Vielen Dank für die Sammlung am 6. Jänner für die Priesterausbildung in den ärmeren Regionen der Welt in Höhe von 239 Euro. Danke für die Aufnahme der Sternsinnen und das großartige Ergebnis von 3.366 Euro. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist wirklich gewaltig, was da so ja, hier in Bad Schönau gespendet worden ist in den letzten Tagen und dass gerade die Sternsinger eben so gut aufgenommen wurden. Also allen dafür ein herzliches Dankeschön und auch allen, die geholfen haben, dass überhaupt die Sternsinger-Aktion möglich ist und die da mitgetan haben. Allen ein herzliches Dankeschön. Ja, jetzt geht es dann langsam in die Zeit des Jahreskreises hinein. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie nachlassen, sondern vielmehr noch mehr aus der Überzeugung und Begeisterung unseres Getauftseinslebens. Und dass uns das jeden Tag von neuem gut gelingt, dafür erbitten wir Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Und so segne und behüte euch und all eure Lieben der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.